anderen Nadel, wie schmeckt es? Nein. Ja. Nicht beim Essen. So, hallo, liebe SWN-Zuschauer. Heute sind wir also in Österreich, bei Innsbruck, und zwar beim Stangelwirt. Und hier beim Stangelwirt muss ich also euch wirklich sagen, das ist also bei der ganzen Reise bis jetzt das schönste Zimmer. Das wirklich schön groß, ein Bad, separates WC und natürlich Getränke frei bis 22 Uhr, dürfen wir trinken, ja, was wir wollen. Und das merkt man mir schon an, ich habe schon ein bisschen was getrunken heute. Aber natürlich nur im erlaubten Maß. Und also das Essen war sehr, sehr gut. Auch heute Tag, wir waren also oben in St. Moritz. Und da waren wir schon mal in St. Moritz. Mit der Renate war ich schon mal in St. Moritz vor 2 Jahren. Und St. Moritz an sich, die Stadt, ist eigentlich eine langweilige Stadt, wenn man nicht gerade eine Rolex braucht oder irgend sowas. Und diesen Jahr in Deutschland wahrscheinlich noch teurer wieder in St. Moritz. Und wer braucht heute schon noch eine Rolex? Diese altmodischen Uhren sind ja nicht mal vernetzt. Ne? Wer braucht unsere Uhr, die man nicht mal Nachrichten abrufen kann, so nicht telefonieren kann mit der Uhr? Will doch heute kein Mensch mehr ab, so ein altes Ding, oder? Ne? Also, das zum Thema Rolex, ne? Braucht kein Mensch mehr so Rolex. Renate, brauchst du Rolex? Nein. Brauchen kein Rolex, ne? Deswegen haben wir ab und zu einen Kaffee getrunken und was gegessen dazu und war gut in St. Pölten. St. Moritz, Entschuldigung. Und dann, wenn wir also runtergeguckt haben, seht ihr, die Aussicht war natürlich wunderbar. Wir sind über den Pass drüber gefahren und also die Bäume, diese Farben, was diese Bäume ausgestrahlt haben, und jetzt im Oktober. Also wunderbar. Also allein diese Fahrt über die Berge drüber, das war also die ganze Reise wert. Das war die ganze Reise wert. Ne, Renate, das war wirklich schön. Ne? Und jetzt noch der Ausgang hier in dem Hotel. Also ich bin voll zufrieden und muss also sagen, bis jetzt bin ich mit der Reise sehr zufrieden. Und alle Kritiken, die also drin gestanden waren in Google, dass MediPlus und die ganze Reisegesellschaft nichts ist und so weiter, muss ich sagen, sind nicht richtig. Nicht für alles. Ja, wir hatten wohl gestern das Zimmer, wo wahrscheinlich... Von der Dienstboden. Wo der Ding da drin gestanden war, der Wilhelm Tell, wahrscheinlich sei Gerippe noch im Schrank. Aber was hat der Reiseleiter gesagt? Das ist kein altes Zimmer, das ist ein historisches Zimmer. Also gut, lassen wir mal so stehen. War ja sauber alles und war ja alles in Ordnung. Also gut, ich wünsche euch noch was und schaut uns den Film weiter an. Es kommen bestimmt noch ein paar interessante Sachen, weil nämlich morgen machen wir Innsbruck unsicher und am Dienstag gehen wir dann am Gardasee runter und dann werden wir den Gardasee unsicher machen und ich hoffe, euch gefällt unser Gelaber und bleibt uns treu. Du die Ballade.